Tiere werden in 20 Minuten erwachsen. Arcane 3001 sagt, das war nur ein Witz, macht aber ein Herz dahinter. Na dann. Als die Tatsache, dass jetzt mehr Gegner auftauchen, macht die Zugfahrt auch nicht spannender. Aber stressiger. Wow. Leckangriff! Es ist so lächerlich, wie das Spiel gegen diese Gegner leckt. Wenigstens leckt es nur beim Zugfahren. Also nur beim Hauptfeature des Spiels. Ja. Dann geht's ja noch. Und man kriegt immer so viel Geld dabei. Schade, dass ich die schnelleren Wege kenne, Geld zu bekommen hier im Spiel. Zum Beispiel? Schätze sammeln und verkaufen? Oh. Ach ja, hier die Tusa aus dem Turm, die ist ja nicht mehr da. Die hat ja einen Kampf gemacht und uns weggeschickt. Der Turm der Götter ist wiederhergestellt, Navik. Aber noch immer spüre ich die Präsenz des Bösen in der Nähe. Ich kann das jetzt. Jetzt können wir bis ganz oben. Zum Gefängnis des Dämonenkönigs. Ich mache mir Sorgen um China, also lass uns schnell nach oben gehen. Vielen Dank für deine Hilfe, Navik. Bald ist es geschafft. Halt die Fresse. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Gehen wir. Drum lässt es auch einfach, ne? Ich kann dir nicht sagen, wie dankbar ich bin. Drum lass ich's einfach sein. Achtet mal auf die Musik. Unten war keine. Jetzt kommt Verspielte. Jetzt kommt Chorgesang. Jetzt kommt im Hintergrund noch so ein Takt. So ein Takt. Und noch ein weiteres Melodie-Element. Es ist echt schon mal schön, sich in Zelda einfach kurz auf die Melodie zu besinnen und zu sehen, wie sie sich verändert, während man durch bestimmte Gebiete geht. Das nur als kleine Anekdote. Denn jetzt sind wir im 17. Stock und das ist die letzte Prüfung, Navik. Nur noch das hier, dann sind wir auf der Spitze des Turmes. Aber ich mache mir dennoch Sorgen. Schiene, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, halt's Maul, Zelda, und werd gleich wieder zum Phantom, bitte. Ach ja, die Wortspiele könnten mit den, also die mit den Namen könnten auch ein bisschen weniger beschissen sein in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Komm her. So, und jetzt geh bitte nicht zurück, sondern einfach nach links. Dann gehe ich halt erstmal nach links. So, bonden wir uns hier nun alles frei.
Gott sei Dank gibt es hier keinen Tempel des Meereskönigs Zeitlimit. Auch wenn Riku mir jetzt wieder sagen wird, dass er es toll fand. Oh, eine Schatztruhe erscheint. Yeah, baby. Oh fuck, die sind ja schnell, wenn sie wollen. Da kann ich nicht einfach nur rausgehen und sagen, leck mich doch. Wie nervig. Fuck, der sieht mich da. Oh fuck! Die sind ja immer noch scheiße lahm. Wovor hatte ich denn dann Angst? Oh wow, eine Ruhezone. Okay, den Stein kann ich nicht selber bewegen. Ach so, und um die Ecke gucken können sie auch nicht. Es ist immer so schrecklich, wenn du feststellst, wie schwach die Phantome eigentlich sind. Ja, sind so. Und wie oft du sie einfach nur ignorieren kannst. Wahrscheinlich ein Schlüssel. Wer hätte das gedacht? Der Weg ist zurzeit blockiert, also kann ich nur hochgehen. Trage ich mir mal hier unten noch eine Truhe ein, von der ich weiß, wo sie ist. Damit ich die nicht irgendwie vergesse. Lass mich raten, du schließt dich, wenn ich runtergehe. Oh, Schock. Ja, komm mal mit, du Trottel. Kriegst du jetzt nicht um. Doch, der dreht hier um. Okay, dann kann ich da nichts machen. Kurz den Raum resetten. Diesmal aber nur aus Gemütlichkeit. What the fuck?
Ha. Ich bin gerade überfragt. Das ist ja was ganz Neues. Ich weiß. Wie nervig. Kein guter Plan. Alter, hier unten kann ich aber gar nichts mehr machen. Na, dann macht da unten nichts. Aber hier kann ich genauso wenig machen. Das ist blöd. Das Spiel markiert mir die Ecke noch. Nett. Siehst du gleich im Stream und wirst anfangen mit bist du blöd. Oh. Dann werde ich sagen, bin ich. So, das hier nehme ich trotzdem mal mit. Wer weiß, ob ich es noch brauche. Oh, das wird witzig. Hier bin ich, du Trottel. Ah, fuck, zu früh abgewogen. Hey, du Trottel. Wehe, die Steine sind jetzt wieder da. Nee. Hmm.
mal gesagt, ich räume als allererstes hier die störenden Felsen aus dem Weg. Irgendwie sind die Steinphantome witzig. Können die was raus herumrollen? Nö. Können sie ziemlich gar nichts. Alles klar. Zeit, diesen Raum zu lösen und sich dann endlich ein Steinphantom zu schnappen. Und mach das mal. Piu! Piu! Piu, piu! Piu! Ist so geil, wie wenig Respekt man vor den Dingern einfach haben kann. Oh, fuck, jetzt habe ich ihn frontal angegriffen. Ah, viel besser. Und rein mit dir, Zelda. Schön von hinten. Mit welcher Erklärung nochmal kann Zelda als Phantom durch diese heiligen Bereiche durch? Gar keiner? Ach so.
Boah, Zelda, du bist echt so dämlich. Die fällt da runter! Ah, okay. Ah, okay. Jetzt hab ich's. In diesem Zustand kann sie mich nicht schultern? Alter, ist doch ein Witz. So, was macht das Auge? Funktioniert bisher richtig gut. Oh, eine antike Münze. Uhu. Ja, die hast du doch dringend gebraucht, oder nicht? Dringendst. Ja, dann lass uns erstmal runtergehen, du blöde, nutzlose Kuh. So, hier muss ich jetzt also irgendwie alle Schalter aktivieren. Gleichzeitig. Dann aktivier mal los. I'm on it. Das wird eine riesige Zieherei, mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Vor allen Dingen, wenn man zuerst den falschen Schalter belegt. So geht's. So, gucken wir mal hier unten. Ja, Zelda, stöhn du mal. Ah!
Und sonst so, Rico? Keine Ahnung. Nächste Woche geht wieder Studium los und so. Und ich gabbel jetzt noch ein paar Tage vor mich hin. Okay. Ich bin gerade aus irgendeinem Grund saumüde. Die Phantomsteuerung ist in der Regel nicht so geil, oder? Nee. Ist halt zeitaufwendig. Ja. Und sie ist nicht.